Trennt euch bitte. Hallo und herzlich willkommen. Beim Starten ist mir das Mikro direkt ein bisschen verrutscht. Deswegen muss ich jetzt noch ein bisschen am Mikro rumfummeln. So, alles super. Willkommen zur Folge 39. Ist eine super Folge. Ich habe aber heute einen Scheißtag, weswegen ich auch die Aufschriebe, die ich mir vor jeder Folge so mache, verlegt. Was, der Aufschriebe? Ja, aus der Lamenge. Forscht so ein bisschen? Nö, kann man nicht sagen. Aber manchmal mache ich mir so Eckpunkte. Ist es vielleicht aus Angst vor der Rechercheabteilung? Richtig. So ist es nämlich bei mir. Ja, bei mir auch. Das ist die Furcht vor den dreisten drei. So ist es. Ja, wie ihr hört, wir sind wieder zu zweit. Ich bin heute nicht alleine. Mit mir ist auch mein Freund, der David. Hi. Ja, wir sind wieder in anderen Gefilden zugange. Der geübte Tontechniker hört es. Warum ist das so? Mein Büro wird umgebaut im Moment. Ach was, was wird da gemacht? Neue Fenster. Für deinen Bruder und dich? Nee, für meine Mitarbeiter und mich. Für meine Co-Mitarbeiter. Wenn du kein Geschäftsführer bist, haben wir dich trotzdem lieb. Das haben meine Eltern damals zu mir gesagt. Und so habe ich dann auch gemacht. Was ist denn das heutige Thema unserer Folge? Ich will mal anders anfangen. Da ich jetzt heute so ganz ein bisschen spontaner arbeiten muss, wollte ich dich vielleicht erstmal fragen. Wir hatten doch eine Facebook-Umfrage gestartet. Nein, irgendwas wollten wir, darüber haben wir ja letzte Woche schon uns unterhalten. Die Facebook-Umfrage, die wir gemacht haben, war zu letzter Folge. Ah. Wir haben jetzt ein Quiz auf Facebook gemacht. Richtig. Erzähl doch mal ein bisschen. Da ging es um Satzanfänge. Berühmte Satzanfänge aus literarischen Werken. Das ist richtig. Und die Leute, unsere Zuhörer, sollen diese Satzanfänge zuordnen, den jeweiligen Autoren. Genau, ihr solltet eben herausfinden, von welchen Autoren das denn stammt. Mhm. Und, was ist deine Schätzung? Wie viele Leute haben mitgemacht? Null. Ah, goldrichtig. Ja, ich bin Rategott. Nennt man mich auch. Wirklich. Der Bibliothekar. Ich bin Herr Gorsnick. Ja, liebe Leute, über welche Sendung sprechen wir hier gerade? Ja, weil jetzt wisst ihr ja gar nicht, was das Thema ist. Das hättet ihr vielleicht rausgefunden. Es ist erste Sätze. Erste Begrüßungen. Sätze. Ja. Nee, das hast du dir überlegt, das ist das große Thema. Ich habe mir auch, weil wir hätten auch ganz anders anfangen können. Ich habe mir auch richtig viel aufgeschrieben. Aber du weißt bestimmt noch ein paar Sachen, die dir aufgeschrieben hast. Ja, ich wollte eine Einleitung machen über die Augsburger Puppenkiste, die ja dieses Jahr, ich glaube, 70-jähriges Jubiläum hat. 1948, das erste Mal aufgeführt in Augsburg. Und ich habe mir in meiner Recherche, daran kann ich mich noch erinnern, habe ich herausgefunden, dass die Augsburger Puppenkiste auch Stücke für Erwachsene gemacht hat. Zum Beispiel haben die als erstes in den 60er Jahren ein Stück, und zwar die Drei-Groschen-Oper, von dem Augsburger Künstler Bertolt Brecht gemacht. Als Bertolt Brecht als Klassenfeind praktisch noch in Augsburg sehr verpönt war, weil er ja in der DDR war. Ja, Bertie. Berti, das war ein anderer, das war Berti Vogt. Das waren die 90er Jahre. Der war in Leverkusen. Mit Anspruch auf den Titel Berti. Richtig, der spielt gerne mit Playmobil, hat Stefan Raab gesagt. Es ist aber jetzt die 90er, die sind vorbei. Naja, jedenfalls so wollte ich anfangen und darüber wollte ich dann auf das bekannteste Stück der Augsburger Puppenkiste, nämlich Urmele, Urmel aus dem Eis. Richtig. Ist es wirklich das bekannteste? Ja. Sicher nicht Jim Knopf, Lokomotivführer? Nein, es ist definitiv Urmel. Urmele. Doch, und es ist auch das Beste. Ja, aber eine Insel mit zwei Bergen ist doch... Ja gut, wir können jetzt keine Abstufung machen, keine Abstufung festlegen. Das hast du gesagt, ja, wie du gesagt hast, es gibt ein klar Bestes. Finde ich auch. Urmel. Urmele. Ja, und damit legst du ja quasi fest, dass die anderen schlechter sind. Ja, und Jim Knopf ist maximal Platz 2. Ja. Und dann gibt es ja noch König Zottelbart, wie sie alle heißen. Ja, hätte ich mir aufgeschrieben. Ja, Blechbüchsenarmee. Ich habe mal bei einem Gewinnspiel gewonnen und habe eine Augsburger Puppenkiste gewonnen. Wow. Das erste Mal in meinem Leben, dass ich was gewonnen habe. Ja, seitdem habe ich eine Pechsträhne. Jedenfalls wollte ich berühmte erste Worte mir überlegen
Und zwar die ersten Worte, die Urmel spricht. Oh, was sind die? Ich habe mir den gesamten Dialog natürlich aufgeschrieben, aber ich kann ihn kurz sagen. Ja, wichtig sagen. Sind ja jetzt nur die ersten Worte. Ja, Mama, sagt Urmel. Ja? Ja. Ganz klassisch. Mama. Ja, aber da ist Mama Wutz ja noch gar nicht dabei, die übrigens von dem Mann gesprochen wird. In der Augsburger ist ja egal. Ist egal. Jedenfalls, Professor Habakuk Tibatong ist dabei und sagt, er hat Mama gesagt. Und daraufhin sagt Mama, ist ja auch nicht so schwer. Ist ja auch kein Sch drin. Hat er recht. Das ist Mama, der Varan. Ist meiner Meinung nach einer der besten. Wobei, die beste Rolle hat eigentlich der Seelefant. Völlig zu Recht. Der ist immer so traurig. Oh, schon ganz depressive Nudel eigentlich auf seinem Felsen da draußen. Aber der trägt so ein bisschen das Stück. Der gibt eben so eine Fallhöhe dem Ganzen. Weil alle anderen sind ja doch ein bisschen kindlich angelegt. Aber der Seelefant hat die Traurigkeit der Welt erkannt. Meinst du, es gibt viele Leute, die da vorher abschalten, bevor der kommt? Der kommt ja ganz zum Schluss, das ist ja dann die Verabschiedung. Naja, der kommt die ganze Zeit dazwischen. Der kommentiert ja. Der kommentiert ja zum Beispiel, als sie den Urmel finden, kommentiert das ja mit, das kann Ärger geben. Und so. Der kommentiert es. Am Schluss singt er dann. Das ist natürlich der Kracher. Ja, aber meinst du, da sind dann viele Leute, die ihren Kindern das nicht zutrauen? Glaube ich auch. Und dann abschalten oder einen Ton ausmachen? Ja, ich glaube auch. Weil es zu reißerisch einfach wäre. Der Seelefant, der bringt auch viele Kinder einfach in die Depression. Das ist ja also so die Frage, ob man Kinder so viel mit Traurigkeit konfrontieren kann. Es gibt ja auch viele Leute, die zum Beispiel bei der Kinderserie Alfred Jodokus Quark erstmal Folge 2 einsteigen. Mit Folge 1 einfach nur alle sterben. Ja, das ist nicht so schön. Oder bei Paddington Bär. Oder bei Lars dem Eisbär. Ich glaube, bei Lars dem Eisbär stirbt doch keiner. Der wird halt von seiner Familie entrissen, indem er auf die falsche Scholle gerät, sag ich mal. Ach so? Ist der nicht immer, ist das nicht so eine Serie, die immer nur in der Sendung mit der Maus lief? Zum 10 Minuten? Lars der kleine Eisbär? Ja, ja. Das war immer so ein Teil in der Sendung mit der Maus. Lars der Eisbär. Der ist immer mit seiner... war ein eigenes Franchise. Ja, aber in der Sendung mit der Maus. Doch, doch, doch. Ja, kann ja auch was eigenes sein. Ja, Captain Blaubeer ja auch in der Sendung mit der Maus war was eigenes. Aber da wurde der nie entrissen, sondern der war immer mit seinem Kind, mit seinen Eltern da unterwegs. So war das. Ist er da unterwegs? Nee. Er kommt auf seine Eisscholle irgendwo ganz allein wieder angespült. Nee, das ist jetzt Paddington Bär. Verwechselste. Paddington Bär ist unterwegs. On the road ist der. Na jedenfalls, jetzt sagt er, Mama. Und dann, als Habakuk Tibatong, der Professor, dazukommt, sagt er nur noch, nja, nja. Der hat ihn verarscht, der hat ihn knallhart verarscht. Und dann rennt er weg. Ich hab's genau gehört. Und dann sagt Urmel zum Wawa, jetzt haben wir ihn aber schon ganz schön durcheinander gebracht oder so ähnlich. Und in dem Moment ertönt aber im Hintergrund schon der Schrei von Mama Wutz. Sie ist on the road zu ihrem Jüngsten. Er sagt aber immer nur noch, ja, 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 ja. Es reicht denen aber. Die sind alle so zufrieden mit dem ersten Wort. Dabei weiß Wawa, dass er schon vollständig sprechen kann. Die zwei sind dann nämlich stecken unter einer Decke. Ja, aber das ist doch, also ich sage mal ganz normal, wenn du kleine Kinder hast, irgendwie... Hast mit Doppel-S. Ja, das auch. Dann bist du vielleicht nicht im Team, das sich mit dem zusammentut. Aber ich sage mal, da ist man ja dann auch zufrieden mit allem, was das Kind einem bietet. Die ersten Worte sind, die da so kommen. Ja, vor allem Mama Wutz. Ich glaube, Mama Wutz ist mit vielem zufrieden, weil Mama Wutz ist ja einfach ein Schwein. Das hat sprechen gelernt von Habakuk Tibatong. Das ist ja ein Sprachforscher. Habakuk Tibatong, ja, Professor Dr. Habakuk Tibatong, wurde verlacht in der Gelehrtenwelt und ist daraufhin auf diese Insel und hat da allen Tieren, die er gefunden hat, und seinem Hausschwein Sprechen beigebracht. Und das Hausschwein hat er in ganz kolonialistischer Manie auch noch so abgerichtet, dass es ihm Essen bringt. Mama Wutz! Urmele! Ja, das sind ikonische Sätze. Und als Übergang wollte ich dann auf erste Sätze oder letzte Sätze. Letzte Worte habe ich mir dann auch ganz viele noch aufgeschrieben. Aber das geht ja immer dann so zusammen. Also ich sag mal, die ersten Sätze und die letzten gehört ja für mich ja auch immer so dann so... Nee. Weißt du, das muss ja eine Brücke schlagen. Das muss ja zusammengehören. Aber ich weiß jetzt zum Beispiel mein erstes Wort nicht mehr. Aber ich habe mir schon ein bisschen was aufgeschrieben, was meine letzten sein werden. Mama! Ja, ja. Ja. Urmele! Reich. Ja, nee, aber also was ich in der Recherche über letzte Worte herausgefunden habe,
Es sind überwiegend aufgezeichnet im 18. und 19. Jahrhundert die letzten Worte von Hingerichteten. Ja. Das ihr heißt, schießt so schlecht, ist ja eine Klasse. Genau, ihr schießt so schlecht, das ist Andreas Hofer, genau, Tirol. Ja, aber genau, aber so viele von Hingerichteten, die, sagen wir mal, zu ihrer Zeit umstritten waren teilweise, aber vielleicht auch objektiv einfach Täter waren. Ja? Es gibt ja auch zu Recht Hingerichtete in der Vergangenheit. Deswegen ist da so ein bisschen so eine Unwucht in den aufgezeichneten Zitaten zu finden. Berühmte letzte Worte, zum Beispiel, was habe ich mir denn noch aufgeschrieben gehabt? Churchill hat irgendwie gesagt, ist ganz gut, dass es rum ist. Den trockenen Humor von Winston Churchill ist ja, der ist ja bekannt. Der ist ja wirklich bekannt. Der hat irgendwie gesagt, mich langweilt es hier sehr, glaube ich, hat er gesagt. Also der wollte dann aber auch, dass es vorbei ist. Aber viele rufen auch Gott an, den jeweiligen. Ja, finden zum Schluss zurück. Finden zum Schluss zurück, ja. Genau. Ja. Vom Trafalgar ist ja überliefert Kiss Me George. Ja. Von seinem ersten Offizier. Aber das ist ja auch sehr umstritten. Die sind alle umstritten. Aua. Ich versuche nebenbei noch einen Bonbon zu mir zu nehmen. Es klappt nicht. Es klappt nicht, weil es pappt. Man muss auch sagen, es ist immer noch sehr, sehr heiß. Und eigentlich ist es Zeit für unsere letzten Worte, wenn es so weitergeht. Weil wir gehen hier ein. Nein? Ja, doch, doch. Was für Titel hast du dir denn noch aufgeschrieben? Was hast du dir denn noch so überlegt? Über was ich habe mir doch gedacht, ich bin doch jetzt gerade drauf gekommen, dass das so eine Verabschiedung und so eine Begrüßung doch so in einem Rahmen stattfinden. Zum Beispiel, wenn, was? Wenn wir uns doch zum Beispiel treffen, dann gibt es ja auch ganz klassisch, dass man sich begrüßt am Anfang und dass man sich verabschiedet. Und ich finde das immer... Mir ist langweilig, so verabschiede ich mich immer. Ja. Du schießt so schlecht, dann verabschiede ich mich immer bei dir. Naja, aber ich finde... So eine Begrüßung ist auch ganz interessant, zum Beispiel, wenn du bei jemandem zu Hause bist, gehst du dann an die Tür und empfängst die Leute da oder lässt die Leute selber erkunden. Das ist auch so ganz spannend, dass man einfach, wenn man irgendwo ist und dann macht man einfach die Tür auf, verschanzt sich irgendwo und lässt dann die Leute selber mal erkunden, wie das ist. Das verstehe ich nicht. Bei mir mache ich die Tür auf und dann lasse ich jemanden rein und dann mache ich die Tür hinter ihm ganz schnell zu. Nee, aber dass du die Leute dann selber... Dann habe ich die Alligatoren freigelassen bei mir in der Wohnung. Oder wie? Ich lasse doch die nicht durch meine eigene Wohnung laufen. Ich bin doch der Gastgeber. Ja, wenn du Leute empfängst, empfängst du die dann direkt an der Tür? Na klar, meistens noch vor der Tür. Meistens nimmst du sie eigentlich mit. Ja, ja. Normale trauen sich gar nicht. Ja. Oder fünf Packungen Roofies läuft dann nichts. So ist es. Ja, und die sind dann so derangiert, die kann man dann einfach so in der Schubkarre auch teilweise ins Haus transportieren. Die zucken manchmal noch so ein bisschen, wie so eine Gazelle, umringt von 17 Hyänen. Gazellen mit gebrochenem Blick. Das ist das Schlimmste, was Tierfilmer jemals gefilmt haben. Echt? Ich habe mal was ganz Schlimmes gesehen. Und zwar war da eine Löwendame, und der wurde im Kampf mit irgendwas, wurde der Arsch aufgerissen. Der Unterkiefer gebrochen. Boah. Und das sah schon nicht gut aus. Und dann wurde die halt von der Gruppe getrennt und die konnte nicht mehr essen und nicht mehr trinken. Und er lief dann so ganz allein so diese Dünen lang. Ganz arme Nummer. Die führen wir jetzt aber nicht weiter. Und dann habe ich eine Gazelle und hat sie aufgefressen. Habe ich dann umgeschalten. Da lag dann, und im zweiten Programm lag so ein Unterkiefer. Und habe dann mit den Menschen, mit denen ich das angeschaut habe, beraten, ob diese Tierfilmer denen dann einfach einen Gnadenschuss gesetzt haben oder nicht. Würde ich mir echt manchmal wünschen. Ist die Frage. Die Natur ist hart. Ja, aber also... Der Mensch ist härter, hat er bewiesen. Ja, eben. Mensch gewinnt, was Härte angeht. Absolut. Mein Gott. Und ich glaube auch, ja. Naja. Ja, was hast du denn... Ja, aber weg von diesen traurigen Themen. Es wurde ein Spiel des Jahres gekürt. Gestern. Was hat denn das mit dem Titel war zu tun? Letztens. Ja. Thesen-Temperamente. Ich habe gerade ein sehr aufwühlendes Temperament. Der Titel des Spiels ist so ein Legisch-Rätselspiel, das er gewonnen hat. Die Alchemisten. Aber darum soll es ja auch gar nicht gehen. Nee. Sondern es gibt ja auch viele Spiele, wo man einen Zug ansagen muss. Ja. Wenn man vor dem nächsten Zug steht, muss man etwas sagen. Oder wenn es dann darum geht, Preise zu erhöhen. Also klassisches Beispiel ist Uno, sage ich jetzt mal. Wenn man vor dem letzten Zug steht. Genau. Also wenn es wirklich knifflig wird, dann muss man sagen, dass man nur noch eine Karte auf der Hand hat. Okay. Beispielsweise. Vor so einem ICE. Oder, ja, wenn man vor dem letzten Zug steht, ne? Wenn der jetzt zum Beispiel München Hauptbahnhof ganz hinten rechts, ne?
Der letzte Zug. Großer Tipp hat mir meine Mutter immer geraten. Auf die Gleise setzen mit dem Rücken zur Bahn. Dann ist sicher aus. Sonst kann es immer noch passieren, dass du dich irgendwie wegschlägst. Ist heute ein geiles, wirklich ja, geile Themen. Wenn man dir die Macht überlässt über die Themen, wird es immer gleich grausam oder tödlich. Überhaupt nicht. Ja, mach doch du mal was gesagt, da stellt sich jemand aufs Gleis. Ja, neben den letzten Zug. Also, aber dann gibt es ja auch zum Beispiel so traditionelle Kartenspiele, wo dann halt um so ein paar Cent gekartelt wird. Und da gibt es dann auch verschiedene Andeutungen, die man machen soll, um zum Beispiel den Einsatz zu erhöhen. Zum Beispiel nach den ersten Karten, die du kriegst, dass du zum Beispiel auf den Tisch klopfst oder irgendwas sagst nochmal und dann werden die Einsätze erhöht zum Beispiel. Okay. Schön. Das ist vielleicht auch ganz spannend. Ganz interessant ist das Thema Sponsoring. Und zwar bei Spielen oder bei Zügen. Züge werden ja... Bei Sportsendungen. Bei Sportsendungen. Was hat denn das mit Titel zu tun? Wir haben hier ein Thema. Ich hätte dieses Thema gut ausgefüllt, wenn ich meine Aufschriebe hätte. Hätte ich über Titel hätte ich gesprochen, über Thesen, Temperamente hätte ich gesprochen. Das war aber nicht du, das Thema. Du das Thema war Begrüßung. Sponsoring. Ja, weil es doch auch oft am Anfang ist, dass die Leute sofort anfangen, eben über Förderer zu sprechen. Zum Beispiel auch in Büchern, dass dann am Anfang erstmal lang gedankt wird, wer alles diese Arbeiten möglich gemacht hat. Und irgendwelchen verstorbenen Kollegen oder was ist das ganze Zeug stimmt. Gewidmet. Kennst du so Zitatensammlungen? Die beginnen ja meistens mit so einem Kracher-Zitat. Goethe. Ja, oder ich habe von Tokotronic. Von Bob Dylan, ja, oder auch Tokotronic. Bei Zitatensammlung von Bands wird es halt immer sehr leicht gemacht, indem einfach irgendwelche Lyrics von irgendwelchen Musikstücken ausgewählt werden. Aber da steht am Anfang dann meistens auch für U, weil sie nicht mehr da ist oder so. So eine Widmung. Ja. Oder für Karl-Heinz. Oder auch für hier ausfüllen. Hat Loriot mal gemacht. Da konnte man sich selber eintragen. Dann wurde das Buch einem selber gewidmet. Cool. Ja. Das ist wie so, wenn man so Kriminalromane für Kinder hat. Ja. Coole Gangs. Richtig. Dann konnte man selber so seinen Gangausweis dann im Buch oder einem konntest dein, ausfüllen. Du konntest, da war dann ein leeres Gesicht. Da konntest du dich selber reinmalen. Wie aber bei so ein Poesiealbum, wo ja schon alles ausgefüllt ist. So. Ganz schrecklich. Wo ja nicht mal man selber was reinschreiben ja darf, so Knallersätze. Ja. Und ich habe mal meine Oma eintragen lassen und meine Oma hat diese Halbsätze. Ins Poesiealbum. Ins Poesiealbum, natürlich. Meine Oma hat diese. Es war ein ich kann es. Darf ich den Merchandise, den Franchise, darf ich den erwähnen? Den Poesiealbum. Franchise, ja. Hör ich raus. Diddle. Die Diddle-Maus war es. Ja. Und ich habe meine Oma eintragen lassen irgendwann. Und die hat dann immer mein Lieblingstier, Doppelpunkt. Da hat sie dann zum Beispiel ihren Lieblingssong eingetragen. Das war ihr egal. Da hat sie durchgestrichen, hat oben mein Lieblingslied reingeschrieben. Einfach. Obwohl das weiter unten nochmal kam, da hat sie dann mein Lieblingstier eingetragen und so. Und danach war das kriegskrumm. Ja, ja, aber die zuhören. Coolsten Leute haben sich doch im Pulsierung ganz hinten auf die letzte Seite. Ja, aber es war ja danach, wenn du die ganze. Das habe ich immer selber gemacht meistens. Am Anfang dieses mit diesem Poesiealbum gehört. Dieser Spruch. Nee, da geht noch weiter, ich überlege gerade. Da gibt es einen Spruch dazu, wenn man sich auf die letzte Seite eintritt. Ja. In jeder Ecke soll Liebe drin stecken. Oder so. Was weiß ich, so geht es doch immer. In allen vier Ecken soll Liebe drin stecken. Was sich wirklich anhört, als würdest du, wenn du deine Wohnung betrittst, auf so einen Vergewaltiger stoßen. Oder? Ja, vor allem so 12-Jährige. Ja. Ja, da gab es halt so Sprüche. Aber so ein klassisches Poesiealbum hatte ich nicht. Ich hatte so ein vorgefertigtes eben. Ich hatte auch vorgefertigte Meinungen über die Leute, die sich da eingetragen haben. Du hattest vorgefertigte Freunde, die da schon drin waren. Also, ja, so ist es. Diddle 1 und Diddle 2. Diddle Lina gab es auch irgendwann. Ja. Oder dieses... Das Pferd. Der hatte auch so ein Pferd. Ja, der hatte so ein Pferd. Ich hatte auch mal ein Pferd. Das ist eine andere Geschichte. Ja, erste Sätze. Fällt dir noch was ein? Was war denn dein erster Satz? Das weiß ich nicht mehr, aber ich kann mich erinnern... Gibt es eine Erzählung? Es ist ja meistens... Ja, meistens ist das Ganze ja nur aus Erzählungen überhaupt überliefert. Kindheit. Ja, nennt sich ja, aber Kindheit. Ich hab eine Erzählung, zum Beispiel habe ich eine Cousine und da habe ich die ersten Wochen, Monate, Jahre miterlebt. Und der ihr erster Satz, also der erstes Wort, was sie wirklich sagen konnte, war ein stark gelispeltes Das. Das. Und hat dann... Wawa. Und hat dann auf Leute gedeutet und da musste man immer erklären, wer das ist.
Na, aber, und das aber war einfach, das weil da, hört sich doch eher an, wie, als wäre ein junger Voldemort auf die Welt gekommen, oder? Ja, als würde die einfach hinrichten wollen. Ja. Auf Leute gezeigt und das, das. Ja, irgendwann mit dieses und noch dazu kam. Und das, nimm das. Dann wäre er auch vielleicht dieser Kritiker geworden, dieser große. Ja, wahrscheinlich. Und, Ficken. Und es war in der Öffentlichkeit sehr anstrengend. Also, das Ding kennen wir nicht. Ja, das kennen wir auch nicht. Nee, kennen wir auch nicht. Okay. Oder also dann erfinderisch werden einfach. Ja, ja. Ja, also ich würde ja alles falsch machen bei der Kindererziehung, weswegen ich auch darauf hinarbeiten würde, dass als erstes Wort irgendwas richtig Komisches rauskommt. Was weiß ich, Spinnen oder Elektronenbeschleuniger. Na, das ist zu lang, das machen sie ja nicht. Das muss schon realistisch sein. Aber dann sowas wie Hass oder so. Kann ja sein. Oh, da hab ich mal sowas gelesen, einen Aufsatz, wo jemand gesagt hat, das erste Wort, das sein Kind konnte, war Ei. Ja. Das hat immer Ei gerufen, weil es Überraschungseier einfach mochte. Ja. Und beim Supermarkt hat immer nach Ei angerufen. Ja, na klar. Wenn es den Plural da noch drauf hat, das war dann Oliver Kahn. Ich würde jetzt, ehrlich gesagt, hatte ich eine Rubrik vorbereitet, aber ich kann es nicht rekapitulieren. Ja. Ja. Wir können auch die Strecken, wo ich eigentlich Text gehabt hätte, können wir stumm schalten. Einfach. Das hatte ich ja mal vor, nicht komplett aus einem Beitrag einfach rauszunehmen. Ja, das könnten wir mal machen. Das machen wir jetzt bei diesem mich rausnehmen. Nein, ja, auch nicht schlecht, denn ich stotter hier so ganz wild rum. Nein, wir machen es im Exclusive. Ja, das ist ja blöd, weil dann sind wir beide vorbereitet. Ja, wer rausgeschnitten wird, das entscheidet. Das würfeln wir dann noch. Ja, das würfelt wir dann. Also muss sich jeder so drum kümmern, als wäre wir sagen einfach gar nichts. Im Exclusive. Ja, wir schweigen uns einfach an. Und am Schluss schreit immer einer nur so, Hass! Nee? Ja, ist ganz gut. Ja. Ja, es wäre mal ein neues Konzept für uns. Wäre es wirklich. Ich habe ihm auch mal gedacht, als ein neues Konzept. Stopp, ich habe noch einen Musikwunsch. Du willst ein neues Konzept? Ja, doch, sag doch deinen Musikwunsch jetzt. Jetzt wird er körperlich. Jetzt wird's körperlich. Jetzt überhaupt nicht mein Leben lang, weil ich körperlich. Mal sehen, wie sich das dann anhört. Hört gar nichts, wir sitzen viel zu weit weg zum Mikro. Ich glaube, man hört uns eh nicht. Bitte? Was erzählst du denn? Erzähl du doch mal deinen Musikwunsch. Ja, einen Musikwunsch würde ich nämlich erzählen. Und zwar aus der Drei-Groschen-Oper Haifisch, Mackie Messer-Song. La 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 la. Gut, wenn man gar nicht singen kann, singt man einen Song. Wir singen Ihnen heute den Song Mackie Messer. Da lief schon, dachte ich. Das ist eigentlich eine Moritat. Ja. Der Haifisch, der hat Zähne. Ja. Und die trägt er im Gesicht. So, und der Kapitalismus, der hat ein Messer. Aber das Messer sieht man nicht. So ist es. Okay. Wo die Verabschiedung, weil wir es vorhin hatten, ja, auch immer so ganz ikonisch ist, ist ja bei Nachrichtensendungen. Ja, und bei meiner Rubrik, ich entdecke die Uhr. Willst du die jetzt abspielen? Nein, ich habe ja was vorbereitet, aber ich kann es jetzt nicht machen. Nee. Auf jeden Fall, wenn dann immer so zum Schluss ist, dann die Kamera rausfährt und die Leute so ihr Zeug zusammenräumen. Und es gibt ja diesen einen, ich sage jetzt mal, mittelmäßigen Film, ich finde aber viel Kult wird draus gemacht, Anchorman, die okay. Legende von Roy Burgundy. Das ist eine Legende. Von 2004, in vielen Kreisen ja. Kenne ich gar nicht. Und, echt nicht. Aber es ist jetzt auch nicht so wild. Es wird im Prinzip die Nachrichtensendungen der späten 70er Jahre in den USA werden so ein bisschen aufs Korn genommen. Aber da wir die ja überhaupt nicht kennen, also weder die 70er können wir noch die USA. Und auf jeden Fall schließt die Hauptperson immer die Nachrichtensendungen mit einem You Stay Classy San Diego und okay. Liest es vom Teleprompter ab. Und irgendwann kommt raus, der liest alles, was da steht und deswegen wird ihm dann ein Go Fuck Yourself San Diego untergejubelt. Einen großen Aufruhr. Und deswegen würde ich auch sagen, dass immer... Deswegen ist das Ding jetzt Kult. Ja, das hat halt so ein... Weiß ich nicht. Steve Carell spielt mit. Okay. Deswegen ist es wahrscheinlich Kult. Nina Ruge hatte auch so einen ikonischen Satz. Ja? Ja, die hat Leute heute, hat die damals moderiert, in den 90er Jahren. Und hat abgeschlossen mit, jetzt muss ich's zusammenbringen. Alles wird gut. Nina Ruge, alles wird gut. Ja. Oh ja. Ja. Hat sie gesagt. Man muss auch sagen, Leute, heute war jetzt eine Sendung, wo eigentlich schon alles gut war, bis auf, sagen wir mal, eine böse Scheidung von der Ehefrau.
die das halbe Vermögen kriegt oder so. Da ging es ja nur um die Schönen und Reichen. Ja? Den Menschen vorm Fernseher, denen ging es Hundeelend ganz am Schluss, weil sie nicht die Tennisplätze und Fußballvereine ihr eigen nannten, wie die Dargestellten. Und daraufhin sagte Nina Ruge, alles wird gut. Hat mir auch immer so ein bisschen mein damals noch sehr kleines Herz erwärmt. Ja? Mhm. Aber es wurde, glaube ich, sehr viel verarscht, dieser Spruch. Alles wird gut. Trotzdem verabschieden wir uns heute, jetzt noch nicht, aber später, mit alles wird gut. Mal schauen, ob wir das hinkriegen, das vergesse ich. Ja, besonders schlimm finde ich so eine Verabschiedung von so Shows gerade, wenn nochmal der Name der Show gesagt wird. Das so, war... Genau, das haben Sie gerade gesehen. Das war Tymura Morbett zum Beispiel. Was ist das denn? Das ist eine Sendung auf Arte. Und wie heißt es? Tymura Morbett? Das würde ich aber kennen. Wer nicht fragt, stirbt dumm. Ja. Naja, auch ganz schrecklich. Und auf jeden Fall, die schließen immer eben mit diesem, ja, mit diesem Satz. Sterben musst du sowieso. Schneller geht's mit Euro. So oder so ähnlich schließen die ab. Ne? Und da haben wir auch schon wieder unser Sponsoring. Ja, ist das eigentlich noch zulässig, dass ich hier, es muss künstlerisch eingebunden sein, ne? Da kann man Zigarettenwerbung machen. Ja, ja, war es gerade nicht, deswegen. Finde ich schon, das war künstlerisch eingebunden. Ich habe meinen Penis einfach auf dem Tisch gehabt. Das habt ihr jetzt nicht gesehen, aber es war künstlerisch eingebunden dadurch. Gut. Bisschen zu drastisch, bin ich heute wieder ein bisschen zu prollig? Nö, es geht. Geht, ne? Ja. Ja. Weil zu diesen Sponsoren wollte ich jetzt noch einmal das eine sagen. Hey ja, hey jo. Auf jeden Fall werden da Sendungen, gerade im nordamerikanischen Bereich, in den USA, werden sehr groß gesponsert. Und da müssen am Anfang immer die ganzen Sponsoren genannt werden. Und da ist wirklich das gallische Dorf in diesen ganzen Sendungen. Ist? Das heißt, das ist, The Gallic Dorf. Village. Dorf. Ist, seit 1989 läuft es. Inside the NBA, also eine Sportsendung über den nordamerikanischen Basketball, moderiert von Ernie Johnson, und da gibt es eine Rubrik und die heißt Bert Johnson. Die heißt EJ's Needle's Dead of the Night, wo einfach so ein bisschen Spaß gemacht wird. Ernie Johnson, mein großes Moderatorenvorbild übrigens. Und wieso moderierst du auf Deutsch? Ja, das geht ja nur um den Subtext, den er so mitspielt. Aha. Und auf jeden Fall beginnt diese Rubrik immer mit dem Satz, Café International, sage ich, ist heute bei uns, answered by sponsorship since 1989. Und damit beginnt er jedes Mal. Ja, die werben ja sozusagen mit Nicht-Werbung. Richtig, die machen sich, definieren sich dadurch, dass sie dort eben keine Sponsoren gesetzt haben. Also so wie es in Europa üblich ist, könnten sie auch sagen, so wie das normale Länder machen, oder? Ganz genau. So ein bisschen Amerika-Bashing muss jetzt dann doch sein. Ja. Mich regt diese Medienwelt, die regt mich so sehr auf. Die haben gute Menschen, die haben auch sehr viele Formate, die ich toll finde, das erste Mal bei sich ausprobiert. Im Fernsehen, meinetwegen auch im Internet. Das ist alles gut und schön und ja. Ich liebe so wie jeder Amerika. Aber mich regt diese schnelle Medienwelt regt mich auf. Wirklich. Kann ich nichts mit anfangen. Wenn ich vergleiche die viel gepriesene CNN und ihre Berichterstattung und dagegen mir Phoenix anschaue. Es tut mir leid, ich muss mich für Phoenix entscheiden. Ja, ach. Naja, aber die CNN, ich meine, wie viele Millionen mehr haben die an Zuschauern und auch an Geldern als Phoenix, der Nachrichtenkanal. Also. Ja, aber dann musst du halt Phoenix dann mit, wie heißt das, da gibt es doch auch in den USA die einen, die einfach nur aus dem Senat streamen. Ja, aber das macht ja Phoenix eben nicht nur, die machen ja, die anderen reden dann auch drüber, aber die haben ungefähr dieselbe Einschaltquote. Phoenix. Ja, vielleicht, aber trotzdem. Also, weiß nicht. Gibt es Unterschiede in der Qualität einfach. Ja. Deswegen habe ich mir wahrscheinlich Anchorman nie angeguckt. Ich weiß nicht, ich schaue mir Klaus Kleber an und denke mir, läuft. Oder auch Armin Wolf. Jetzt muss man trotzdem noch mal, wir sind ja Facebook-Freunde, der Armin und ich. Das Armin. Ja? Du, ja. Du bist der Facebooker. Also trennt euch bitte, ist ja Facebooker. Ach so. Dann sind wir doch mit Armin Wolf befreundet. Aber sowas von. So. Und Armin Wolf ist ja wohl der beste Moderator, wo es überhaupt hier gibt. Oder nicht? Ja. Ja, beste Anchorman. Wieso gibt es über den sein Leben noch keinen Film? Die Legende von Armin Wolf. Die Legende von Wien Plattming. Oder wo ist Schlattming? Wien Schlattming. Wo liegt denn bitte, das könnte mal die Rechercheabteilung rausfinden. Wo sitzt denn der ORF? Ich glaube in Wien Schlattming. Ja. Kommt mal öfters vorbei. Mhm. Mhm.
Hast du denn noch was zu titeln? Nee, wie lange haben wir denn noch? Ja, da können wir noch mal Schluss machen, oder? Sollen wir? Ich weiß ja nicht. Ja. Ich habe noch so viele Themen vorbereitet. Echt? Gehabt. Ja. Ab den Sponsoren wäre, wo ihr das so schalten könnt, aber leider alles vergessen. Ja, es wäre gut gewesen. Feuerwerk der Gefühle wäre gekommen. So ist es. Schade, schade. Na gut, wir wünschen euch eine schöne Woche. Alles wird gut. Dementsprechend. Trennt euch bitte.